Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2 mit mir, dem Punkt. Wollen wir mal sehen. Oh, das scheint auch noch eine Cerberus-Basis hier zu sein. Aha, interessant. Was macht ihr da? Wow, die sind aber ziemlich engagiert bei der Arbeit. Sind wir ja von dieser Station runter, haben erfahren, dass wir seit 2 Jahren tot Ich würde den sind. Unbekannten nicht warten lassen. Ja, der kann warten, der ist bestimmt nicht so wichtig. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ach, persönlich. Ach ja, da können wir übrigens unsere Ausrüstung modifizieren. Das könnte ich jetzt eigentlich schon mal machen. Gucken wir doch mal. Wir könnten entweder ein komplettes Set nehmen, da habe ich einige. Aber eigentlich mache ich lieber das selbst zusammenstellen, obwohl mir die immer noch am besten gefällt. Die Blood Dragon Panzerung von Dragon Age. Oder die Collector's Edition Version der Kollektoren, genau, Kollektorenpanzerung. Aber nein, wir machen lieber einen auf selbst zusammenbauen. Weil jedes einzelne Rüstungsteil hat nochmal einen kleinen Bonus, wie man unten sieht, plus 5 Gesundheit. Gesundheit um 5, sieht aber auch scheiße aus. Ich nehme eigentlich gerne einen Visor. Schildstärke um 5% erhöhen. Umbra-Visor, Kraftschaden um 5%, also umschlagen. Waffenschaden um 5% sieht aber total kacke aus, deswegen. Nein. Schilde beginnen sich zu regenerieren um 10%. Wow. Nachladezeit der Kräfte haben wir eigentlich relativ wenig, brauchen wir nicht. Kopfschussschaden, Waffenschaden und Schilde um 3. Würde ich gerne nehmen, aber ich nehme keinen Held. Helm. So, Kraftschaden, was haben wir hier noch? Ach, wir haben momentan nur diese zwei Sachen oder was? Okay, dann Nahkampfschaden, Waffenschaden, Schildstärke. Würde ich sagen, nehmen wir mal komplette Rüstung davon, wie es aussieht. Ja, geht schon. Ist das gar nicht mal so eine schlechte Panzerung? Zack. Ach, dann können wir noch das Material bestimmen. Das sieht noch ein bisschen aus. Ich mag's. Naja. Bisschen matter, matt. Dann können wir noch eine schöne Farbe aussuchen. Entweder nehme ich gerne dunkelrot oder schwarz. Bleiben wir bei schwarz. Das ist die zweite Farbe. Wow. Ja. Lass das mal so. Muster können wir auch noch. Ein Tarnmuster sozusagen. Das ist die zweite Farbe bestimmt. Allerdings nicht so geil. Oder? Wenn wir die nehmen, können wir da noch eine Farbe hinzufügen. So, ein bisschen grün, ein bisschen rot, ein bisschen grün, ein bisschen schwarz. Passt schon. Naja, das Grün sollte ich vielleicht wieder rausnehmen. Das sieht gerade ein bisschen kacke aus. Egal, kommen wir gleich nochmal die Chance zu. Wupp, 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 wupp. Zing. Commander Shepard. Der Unbekannte. So. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Was wissen wir denn? Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Dass ein Mann, ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Naja, frisch wie wiedergeboren, wie von den Toten auferstanden. Aber was interessiert Sie das denn schon? Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen. Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Sie und ich, wir stehen auf derselben Seite. Nur unsere Methoden unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Nein. Während sie geschlafen haben, geschlafen. Sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Aber warum Cerberus? Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen,
wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Und das waren aber nicht nur wir, das waren alle. Hilfe durch die Allianz. Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen sie die Allianz mobilisieren. Sie haben beim Kampf gegen die Sovereign empfindliche Verluste erlitten. Der Wiederaufbau ist noch im Gang. Es fehlt ihnen an Ressourcen, um die Bedrohung durch die Reaper zu verifizieren. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Ja. Aber warum ich? Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als ein Soldat. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Ja, vielleicht glauben wir diesen komischen Typen. Wenn das wahr ist, wenn die Reaper dahinter stecken, dann denke ich darüber nach, ihnen zu helfen. Doch nur vielleicht. Ich wäre enttäuscht, wenn sie all das akzeptieren würden, ohne es mit eigenen Augen zu sehen. Von was hat der Typ da oben? Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Ja, da würde ich mal sagen, meine Stimme ist gerade wieder ein bisschen komisch. Moment. So, dann haben wir anscheinend keine andere Wahl, oder? Ja. Bin ich freiwillig hier oder habe ich mich bereits freiwillig gemeldet? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Oh, haben wir doch ein paar Freiheiten. Das ist ja unglaublich. Und wir sind durch dieses kleine Gespräch gleich auf Level 4 gekommen. Boah. Ah ja, das Tagebuch gibt es hier auch wieder. Und Kolonie untersuchen, Tagebuch aktualisiert. Ich will jetzt aber erstmal diesen verdammten grünen Aspekt. Naja, eigentlich mag ich grün. Aber der ist mir doch etwas zu auffällig. Immer noch besser als so. Oder wir machen lila. Wir machen einfach mal eine komplette Farbe anders. Von dem Anzug. Wir machen den Anzug mal, wie ich schon vorhin gesagt habe, einmal so ein cooles Dunkelrot. Da können wir nochmal gucken, ob das Material hier richtig schön shiny Armor oder so. Oder lieber so ein bisschen matt. Die zweite Farbe wird schwarz. Das Muster sieht mal total kacke aus, das nehmen wir mal raus. So. Ach ja, wir können unser informelles Aussehen, was wir später noch sehen werden, mal einstellen. So ein Anzug hier oder so ein Laborkittel oder was das sein soll. Oder halt Söldner, aber ich nehme eigentlich immer das Standard-Cerberus-Outfit. Gefällt mir doch irgendwie am besten. Ja, da wollen wir mal anfangen zu fragen, was sie... Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Aha. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Ich bin der Boss. Ich werde nicht zulassen, dass später jemand vor Ort meine Befehle missachtet. Ich weiß, wem ich unterstehe. Solange Sie nichts unternehmen, um Cerberus zu hintergehen, werde ich Ihre Befehle befolgen. Ja, Sie klingen irgendwie ein bisschen neidisch, ne? Was ist los, Lawson? Sind Sie besorgt, dass Sie nicht mehr seine Nummer 1 sein könnten? Ich habe meinen Wert für den Unbekannten bereits bewiesen.
Warten wir ab, ob sie dazu auch in der Lage sein werden. Psst, natürlich. das war vielleicht ein bisschen zu viel gestachelt. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rund und durchschnittlich. Wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Mechs ist noch so ein schönes Zauberwort, was ich sehr oft verfluchen werde in späteren Spielen. Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Aber wer ist denn dieser Unbekannte? Ein Namen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen. Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Ja, richtig Glück gehabt, ne? Nachher sind wir hier noch so ein gedankenkontrollierter Zombie-Typ. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Natürlich. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Aha, interessant. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Wow. Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Bla bla bla. Immer dieses Abdenken hier. Abarbeiten oder... naja. Die sind abtrünnig geworden. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ja, Kolonien brauchen Hilfe, ganz einfach. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich noch immer nicht. Ich nehme es zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Vielleicht. Ich habe mir über Sie noch kein abschließendes Urteil gebildet. Wenigstens geben Sie mir eine Chance. Die meisten Allianz-Soldaten hassen Cerberus schon aus Prinzip. Ja, wie wir schon unschön zugegeben haben beim unbekannten Miranda. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Was doch immer das ist. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Sie unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Sprachfehler. Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Die Menschen wurden endlich dazu eingeladen, sich dem Rat anzuschließen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Mal sieht man mal. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Dass Cerberus auch mehrere Seiten haben kann, ne? Das ist nicht unbedingt schlimm sein soll, aber trotzdem ist es, weiß nicht, eine extreme Gruppierung. Was haben wir denn erhalten? Gruppenpunkte erhalten, 2 Erfahrungen erhalten. Blabla, Shepard ist zusammen mit Agenten Taylor und Lawson im Angriff auf Anlage entkommen. Was? Zusammen mit Agenten Taylor und Lawson im Angriff auf Anlage entkommen.
Fühlt sich ein bisschen komisch an. Ah ja, Anlage durch Fernzündung zerstört. Oh, also jeder andere Überlebende ist dann trotzdem noch gestorben. Super, Bergungsteams werden alle belastende Daten vernichten und erziehen auf Anraten von Miranda andere Zellen einer Sicherheitsüberprüfung, um sicherzustellen, dass Wilson unser einziger Moloch war. Ungeachtet der Kosten war Projekt Lazarus ein Erfolg. Shepard ist zurück. Yes, yes, das sind wir. Oh, hier sehen wir, sie erhalten für den folgenden Boni, weil sie Mass Effect 2 erfolgreich beendet haben. Ups. Ja, eigentlich dachte ich, das wäre jetzt für Mass Effect 1. 25% Erfahrung auf bei allen Missionen. Alle schweren Waffen meiner bisherigen Spieldurchgänge bleiben erhalten. Oh, nett. Dann kann ich euch gleich ein bisschen mehr zeigen. Granatwerfer haben wir schon gefunden. Schnellfeuergranatwerfer, den vor allem die Watcher-Söldner des Bloodpacks sehr schätzen. Kann mit einem einzigen gut platzierten Schuss mehrere Feinde ausschalten. Effektiv gegen Panzerung, Schilde und biotische Bakterien. Genau, Barrieren. Dann kriegen wir noch ein bisschen Geld und dann schließen wir den Bericht und gucken wir mal uns die Freedom's Progress Kolonie an und hoffen mal, dass da noch ein paar überlebt haben, ne? Ich mag diesen Ladebildschirm irgendwie nicht. Der war mir aus Mass Effect 1 irgendwie tausendmal lieber. Wobei ich gerade keine Ahnung habe, welcher das war aus Mass Effect 1. Wir müssen in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Und wie Freedom's Progress aussieht in unserer Entscheidung, das erfahrt ihr dann im nächsten Part von Let's Play Mass Effect 2 mit mir, dem Punkt. Yeah! Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann. Tschüss.